Derzeit mache ich viele verschiedene Tests, die mir meine Freunde aus Korea schicken. Natürlich nehme ich das nicht so ernst. Sie sind nur zum Spaß. Ich bin einfach so erstaunt, wie viele Tests es momentan gibt. Es scheint, ich bekomme jeden Tag was Neues. Ich habe einen Präsidententest, Persönlichkeitstest, einen Farbtest, einen Promi-Test durchgeführt. Der bekannteste von allen könnte der MBTI-Test sein. Der Myers-Briggs-Typenindikator. Der Test baut auf der Typologie von Carl Gustav Jung auf, aber es wird von der wissenschaftlichen Psychologie abgelehnt, weil er den Mindestanforderungen an Gültigkeit und Verlässlichkeit nicht entspricht. Ich selbst vertraue dem Test auch nicht. Ich bekomme immer unterschiedliche Ergebnisse, wenn ich diesen Test mache. Interessant ist, dass das Ergebnis auf die Testsprache ankommt. Die Fragen sind auch ein bisschen anders. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. Organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein. Sie sind oft neidisch auf andere. Als Elternteil wäre es ihnen wichtiger, dass ihr Kind freundlich wird als intelligent. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern. Wenn sie ein Unternehmen hätten, würde es ihnen sehr schwer fallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistung bringen. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenliste zu haben oder abzuarbeiten. Wenn Ihr Freund oder Ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten Sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass Sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Auf Deutsch ist mein Ergebnis immer Unternehmer, also ESTP-A. Ich habe es vielmals, fast viermal versucht, aber es ist immer der Unternehmer. Die Beschreibung passt mir aber nicht. Ich habe gar keine Ahnung, warum es ist so. Kluge, energiegeladene und äußerst scharfsinnige Menschen, die es wahrlich genießen, auf der Kante zu leben. Nein. Vor 3 Jahren, als ich in China gelebt habe, habe ich diesen Test auch mal gemacht. Damals war ich Entertainer. Ja, ich glaube, damals war ich mehr Entertainer als jetzt. In China habe ich einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Ich kannte viele Leute im Campus, sodass ich jeden Tag in 4 Sprachen geredet habe. Ich war fast immer auf jeder Veranstaltung, habe einen internationalen Kulturaustauschclub gegründet, ein paar interessante Events geplant und alle meine Bekannten eingeladen. Auf Koreanisch bin ich Debattierer. ENTP-A. Und ich denke, dieser passt am besten zu mir. Es ist wahrscheinlich, weil ich den Test in meiner Muttersprache gemacht habe. Eigentlich denke ich wirklich, dass ich introvertiert bin, aber der Test wertet mich immer als extrovertiert, aber nicht zu stark extrovertiert. Ich verbringe gerne Zeit alleine und bin kein Fan davon, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Als ich erst 100 Abonnenten gehabt habe, ist mir als erstes in den Sinn gekommen, warum. Als ich 200, 300, 400 Abonnenten gehabt habe, ehrlich gesagt, habe ich sogar ein bisschen Angst gehabt. Ich weiß nicht warum. Aber es fällt mir nicht
krass schwer, mit fremden Menschen oder vor vielen Menschen zu sprechen oder auf einer Bühne zu sein. Ich war in einem Danceclub an der Uni und war der Leiter einer traditionellen koreanischen Musikband in der Highschool. Ich bin auf den Straßen von Myeongdong, in U-Bahn-Stationen und auf zahlreichen Bühnen aufgetreten. Einige Darsteller sagen, sie sind tatsächlich introvertiert. Ich denke, ich könnte auch so ähnlich sein. Ich habe sogar einen Schauspielkurs an der Uni besucht. Die Musikabteilung meiner Uni bot Schauspielkurse an. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Egal, ob ich extrovertiert oder introvertiert bin, ob ich ein Unternehmer, Entertainer, Debattierer bin ich selbst. Außerdem habe ich Spaß daran gehabt, diese kleinen psychologischen Tests durchzuführen und die Ergebnisse mit Freunden zu vergleichen. Ja, ich habe mich ein wenig schuldig gefühlt, weil ich kein Deutsch gelernt habe. Und deshalb mache ich zumindest dieses Video als eine gute Ausrede.